Dankeschön. Ja, krass. Das ist voll Wahnsinn. Ja, meine Eltern sitzen tatsächlich im Publikum. Die sind aus Wien extra angereist tatsächlich, weil sie mir beim Umzug helfen momentan. Ich kann aber versichern, dass sie nicht in der Jury sind. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Ich habe gerade nicht aufgepasst, wer in der Jury ist. Ich hoffe, sie sind nicht in der Jury. Schön, dass ich das eröffnen darf. Es ist ja so ein Special Autoren- und Autorinnen-Slam heute. Was auch schön ist, weil es irgendwie heißt, dass normale Slammer keine Autoren und Autorinnen sind, aber okay. Und man hat uns angeboten, dass wir auch gerne aus längeren Werken lesen dürfen oder aus Lyrikbänden oder aus irgendwelchen anderen Sachen. Und ich zwinge euch deswegen jetzt auf ein Romankapitel, das ich normalerweise nicht auf Slams lesen kann. Und es geht darin um Wien und um österreichische Politik. Man muss sich aber nicht damit auskennen, weil sowieso alles fiktionalisiert ist, damit ich nicht verklagt werde. Und weil sich österreichische Politiker sowieso nur so ein halbes Jahr im Amt halten, bevor sie aus Korruptionsvorwürfen das Land verlassen. Genau, dementsprechend habe ich einen sehr schnellen, selbsterklärenden Titel für das Kapitel jetzt dazu erfunden. Verschiedene Mitglieder der rechtskonservativen Partei, die junge Mitte Österreichs, besuchen eine einschlägige Musik- und Tanzveranstaltung. Und es findet sich eine Südtiroler Band da, die man vielleicht noch kennt. Und alle, nein, wirklich nicht. und alle Zitate, die von dieser Band vorkommen, sind Originalzitate aus Liedern oder aus sehr problematischen Interviews mit ihnen. Wir sind im Gasometer, weil der Grafik- und Multimedia-Manager Karl Voigt vor seiner Vereidigung als Kulturreferent unbedingt noch auf das Freiwild-Konzert gehen wollte. Und ich wollte eigentlich nicht gehen, weil ich weiter meine Mimik und Gestik für die anstehende Gastrede auf der Tagung der jungen christlich-sozialen Europäer trainieren wollte. Aber momentan bin ich diesbezüglich ohnehin etwas skeptisch, vor allem wegen der seltsamen Anmerkungen meiner Rhetoriktrainerin. Sie meint, ich bin nicht authentisch genug, und dem abweisenden Verhalten, das Julius mir gegenüber an den Tag legt, seit er Bundeskanzler geworden ist. Nachdem ich 3 geschlagene Stunden auf das augenfreundliche Comfort-Light-Display meines MacBook Air gestarrt habe, ohne einen Finger zu rühren, habe ich deshalb kurzfristig doch noch zugesagt, und nun halte ich ein belgisches Bier in der Hand und wir drängen uns durch die Menge aus jungen, kreischenden Mädchen, um an unsere VIP-Plätze zu kommen. Moni sagt schon seit 20 Minuten, sie will unbedingt eine Line ziehen, also gebe ich ihr den Umschlag und sie will sich aufs Klo verdrücken, aber der Weg dorthin ist von noch mehr jungen, kreischenden Fans versperrt, und die Leiterin Projekte und Planung, Katharina Kathi Baumgartner, sagt von der Loge aus, sieht das eh niemand, und Moni sagt, na gut, und wir quetschen uns weiter durch die Menge. Eigentlich wäre sogar noch eine weitere Karte übrig gewesen, und natürlich habe ich sofort an Julius gedacht. Aber erstens hat er ohnehin weder die Zeit noch die Möglichkeit, sich auf ein derart irrelevantes öffentliches Event einzulassen. Und zweitens beantwortet er seit ein paar Tagen meine E-Mails nicht mehr. Ich beginne zu schwitzen und hyperventiliere schon wieder ein bisschen, und jetzt brauche ich langsam auch eine Line. Und ich schreie über das Meer der Mädchen hinweg Karl Voigt an, ob wir schon bei unseren Plätzen sind. Und Karl Voigt deutet auf ein Absperrband in ein paar Metern Entfernung, das von 2 Security-Typen in schwarzen Anzügen flankiert wird. Als wir endlich an der Absperrung sind, zeigt Karl Voigt unsere Pässe vor, und der Typ schaut uns kritisch an und schaut die Pässe kritisch an und schaut uns wieder kritisch an, und ich hoffe, dass Moni nicht jetzt den Umschlag mit dem Koks herausholt. Dann nickt der Typ endlich ausdruckslos und öffnet das Absperrband. Auf unseren Plätzen macht Moni den Umschlag auf und fragt, ob jemand eine sinnvolle Unterlage hat, und ich gebe ihr mein Exemplar der neuen Julius Wager Biografie, die er mir noch immer nicht signiert hat. Ich will etwas zu Moni sagen, aber der betritt schon die Band, die Bühne, und die 4000 Mädchen rasten völlig aus, schreien komplett herum, und ich vergesse, was ich sagen wollte, und schreie Karl Voigt über Moni hinweg an, wer sind die nochmal? Und Karl Voigt schreit zurück, keine Nazis! Die Mädchen flippen völlig aus, als der Sänger zu singen beginnt, und ich schreie, ja, aber was machen die für Musik? Und Karl Voigt schreit zurück, keinen Rechtsrock! Und er äxt sein Bier und macht sich ein neues auf, und Katharina Kathi Baumgartner schreit, was? Und Karl Voigt schreit, ich mag die Band, die ist so edgy und keine Nazis! Und ich nicke und ziehe eine Line Koks, die Moni auf der Julius Wager Biografie mit einem Foto von Julius Wager auf dem Cover vorbereitet hat, und schreie, ja, aber was machen sie? Und Karl Voigt zieht ebenfalls eine Line, nimmt einen Schluck von seinem neuen Bier und schreit,
sich vom Nationalsozialismus distanzieren. Und ich nicke wieder und die Band spielt lauter und Katharina Kathi Baumgartner schreit, was? Und der Sänger auf der Bühne schreit, fick alle Extremisten! Und Karl Voigt schreit, die haben viele Lieder, in denen es darum geht, wie sehr sie keine Nazis sind und in denen sie die Gefahren von extremistischen, gewaltbereiten Gruppen aufs Schärfste anprangern. Denn egal ob links oder rechts, extrem ist nun mal extrem. Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt und schreie, ich habe Angst, von Julius abgewiesen zu werden. Er versteht kein Wort von dem, was ich sage und nimmt nickend einen Schluck von seinem Bier und ich nehme einen Schluck von meinem Bier und der Sänger auf der Bühne nimmt einen Schluck von seinem Bier und Katharina Kathi Baumgartner zieht eine Line von Monis Schoß. Die 4000 Mädchen bilden einen ethnopluralistischen Moshpit und halten schreiend ihre kleinen Südtirol- und Deutschland-Fähnchen komplett unabhängig voneinander in die Luft. Und Karl Voigt schreit, ich höre ja nur noch Bands, die sich ausdrücklich vom Nationalsozialismus distanziert haben. Bei den anderen kann man sich einfach nicht sicher sein. Freiwild, die bösen Onkels, Störkraft, das sind eben Bands, die haben sich ganz klar für die politische Mitte ausgesprochen. Ich verstehe einfach nicht, warum Julius nichts mehr mit mir zu tun haben will, sage ich. Ich mag Easy Listening, schreit Moni. Wenn es nach mir ginge, schreit Karl Voigt, sollte man überhaupt keine Bands mehr hören dürfen, die sich nicht ausdrücklich öffentlich von den Nazis distanziert haben. Und ich schreie, ist meine Frisur wirklich so furchtbar? Und Karl Voigt schreit, die Ärzte zum Beispiel haben sich nie wirklich von den Nazis distanziert. Wanda auch nicht. Bilderbuch auch nicht, schreit Katharina Kathi Baumgartner. Die sind mir alle nicht geheuer, diese neumodischen Bands, schreit Karl Voigt. Vor allem die aus Wien. Ich mag Wanda, schreit Moni. Scheiß auf Nazis, scheiß auf die Antifa, schreit der Mann auf der Bühne. Und die Mädchen im Publikum springen manisch kreischend auf und ab in ihren T-Shirts mit durchgestrichenen Hakenkreuzen und durchgestrichenen Antifa-Flaggen. Moni bereitet die nächste Line vor und Karl Voigt schreit, Freiwild haben ja ein ganz nachvollziehbares Anliegen. Die fühlen sich einfach deplatziert als Kulturdeutsche in Brixen. Das kann ja jeder nachvollziehen. In Brixen war ich mal Skifahren, schreit Moni. Ist mein Verhalten wirklich so krankhaft, schreie ich und kontrolliere im Handy-Display meinen Haaransatz. Mayhem höre ich auch gerne, schreit Karl Voigt. Die sind so crazy. Und ich schreie, was? Und er schreit, diese norwegische Black-Metal-Band Mayhem, großartig, haben sich super von den Nazis distanziert. Sicher, früher haben die eine heftige Phase, Kirchen angezündet, Journalisten verprügelt, aber spätestens seit sich der Sänger 1991 die Pulsadern aufgeschlitzt und den Kopf weggesprengt hat und der Gitarrist eine Kette aus den Knochensplittern gemacht und ein Polaroid-Foto der Leiche als Cover für das nächste Album verwendet hat und der Schlagzeuger dann den Gitarristen mit 23 Stichen in Rücken, Hals und Gesicht ermordet hat, ist die Band ein bisschen entspannter geworden. Die Pulsadern würde ich mir nie aufschneiden, schreie ich. Ich hätte Angst, dass das Blut nicht die richtige Farbe hat, wenn es rauskommt. Immerhin haben die drei ihrer Gründungsmitglieder durch Suizid, Mord und Inhaftierung verloren, schreit Karl Voigt. Direkter kann man sich nicht von seiner problematischen Vergangenheit distanzieren. Ich glaube, ich bringe mich um, schreie ich. Karl Voigt nickt und nimmt einen Schluck von seinem Bier. Ich nehme auch einen Schluck von meinem Bier und ziehe noch eine Line von Julius' Gesicht. Der Typ auf der Bühne nimmt auch einen Schluck von seinem Bier und schreit, wir sind keine Neonazis und keine Anarchisten. Und die Mädchen im Publikum schreien, wuh, und nehmen einen Schluck von ihren zuckerfreien Colas. Ich drehe mich zu Moni und schreie, gefällt dir meine Frisur? Und Moni schreit, was? Und ich schreie, ich muss mich umbringen. Und sie nickt, ich muss entweder mich oder den Bundeskanzler umbringen, aber ich kann so nicht leben. Sie gibt mir noch ein Bier aus ihrer Tasche und schreit, kannst du mir noch ein bisschen Koks geben? Und Karl Voigt schreit, bei absurd genauso. Und ich schreie, was? Und Katharina Kathi Baumgartner schreit, die sind nicht aus Wien, oder? Und Karl Voigt schreit, absurd, diese deutsche Band. Zugegeben, die haben mit 17 zu dritt einen ihrer Mitschüler mit einem Stromkabel erwürgt und ein Foto aus von seinem Grabstein als Albumcover verwendet. Aber inzwischen sind da eben auch fast alle Bandgründungsmitglieder aus der Band ausgetreten, weil sie im Gefängnis sind. Ich werde Julius töten, schreie ich, nur damit sich später niemand darüber wundert. Okay, zugegeben, der eigentliche Klickenführer und Bandgründer Hendrik Möbus ist erst vor kurzem aus dem Gefängnis raus und quasi direkt wieder in die Band eingestiegen und hat ein paar Wochen später schon sein Comeback-Konzert auf einem dezidierten Neonazi-Festival gespielt. Aber man kann der Band jetzt keine strafbare Wiederbetätigung vorwerfen, weil sie die betreffenden Textstellen einfach alle sehr undeutlich singen und
einen Booklet so schwarz anmalen, damit sie nicht direkt wieder auf dem Index landen oder ins Gefängnis wandern. Von daher kann man da also auch durchaus von einer öffentlichen Distanzierung von den Nazis sprechen. Und wenn sich so eine Band eben von den Nazis distanziert hat, dann ist es nicht gerechtfertigt, ihr ihre alten Meinungen und Standpunkte vorzuwerfen, so wie das zum Beispiel eben auch Freiwild bei der Verleihung des Echos passiert ist. Da sind die linken Kritiker sofort mit der Nazi-Keule gekommen und haben Freiwild Verlogenheit und Rechtsradikalität unterstellt, obwohl diese sogar in ihrer Dankesrede explizit gesagt haben, sie werten die Verleihung des Echo an sie als ein Symbol für den Widerstand gegen gesellschaftliche Ausgrenzung. Ich meine, eine menschenfreundlichere Botschaft kann man ja gar nicht senden, oder? Und ich schreie Moni an, hältst du mich überhaupt für einen echten Menschen? Und sie schreit, was? Und der Typ auf der Bühne schreit, ich hasse Hitler. Und die Mädchen schreien und Moni schreit und Katharina Kathi Baumgartner schreit und Karl Voigt schreit und ich schreie und alle schreien und als Zugabe covert die Band Schrei nach Liebe von Die Ärzte und 4000 Mädchen singen mit und wir alle fühlen die Botschaft des Friedens und der Liebe tief in unseren Herzen. Dankeschön.